Okay, Liv, du bist sicher aufgeregt, weil du ja unbedingt in die Welt hinausbrüllen musstest. Ich mach meine Stunts selbst, ich mach meine Stunts selbst. Aber so gefährlich wird es nicht. Das einzig Gefährliche ist der Typ neben mir. Oh, das war nur ein Scherz, Mr. D. Ich liebe meinen Job. Also ich bin nicht aufgeregt. Das ist mein souveränes Lachen. Super. Also, wenn wir die Szene morgen drehen, wirst du da drüben aus dem Wrack deines Raumschiffs herausspringen, durch die Mondlandschaft rennen und auf dem Rohr über die tiefe Schlucht balancieren. Ich sehe keine Schlucht. Die grüne Fläche wird wie eine Schlucht aussehen. Das machen die von den Special Effects. Und das ermöglicht dir, immer auf dem Boden zu bleiben. Bada bing, bada bum. Und so wird dein Schuh draus. Cut! Vic, das sind meine Brüder. Sie sind wirklich riesengroße Fans des Comics. Also habe ich ihnen gesagt, dass sie bei den Dreharbeiten ein wenig zusehen dürfen, wenn sie versprechen, dass sie leise sind. Also es ist doch nett, Fans am Set zu haben. Und was haltet ihr von der Szene, Jungs? Ich finde, sie ruinieren die genialste Geschichte der ganzen Welt. Das ist der absolut spannendste Moment im ganzen Comic. Und Sie lassen Liv über ein kleines, süßes Pfützchen springen und für Fotos posieren? Das ist abnormidabel. Ich habe zwar keine Ahnung, was das heißt, aber wenn es das heißt, dann hat er völlig recht. Dann sagt mir doch mal, was ich falsch mache, Jungs. Also, Ihr Hemd da geht gar nicht. Kariert ist out. Und wir brauchen Explosionen. Wir brauchen todesmutige Stunts. Oh, also, todesmutig? Tristan steigt aus seinem Raumschiff. Und rundherum krachen Photonenexplosionen. Nein, so geht das nicht. Photonen klingen ganz anders. Whitney, sei mal ein Photon. Und dann klettert sie auf den Nukleartransponder rauf und springt. Würde ich nicht schon stehen, würde mich nichts auf meinem Sitz halten. Was passiert dann? Los, weiter, weiter. Der Sprung ist geschafft. Sie schnappt sich das leuchtend grüne Auge des Kentaurus und wird von einer Explosion durch die Tempelwand katapultiert. Sie steigt aus den Trümmern hervor. Sie hat den Planeten gerettet und heult. Bada bing, bada boom, und so wird ein Schuh draus. Ich bin begeistert. Genauso müssen wir es drehen. Oh ja, aber wenn du Angst hast, holen wir auch gern ein Stuntgirl. Du entscheidest. Liv Rooney sagt, sie kann das. Sie sagt viel, wenn der Tag lang ist.